Hallo, hallo, hier ist Marvel 1972 von den Nomads. Heute unterwegs im Stufe 8 Panzer, ein amerikanischer Panzer. Das ist ein M6A21 E1 Experimental. Festung der Verzweiflung. Wir wollen hier nach links fahren. Ist ein Random-Gefecht. Wir haben mehr schwere Panzer. Die haben zwei Black Prints. Wenn die da kommen, ist das schon mal so eine Macht. Wollen wir mal gucken. Haben auch eine Spick, die schnell spotten könnte. Also jetzt geht es erstmal hier links. Ich fahre hier ein bisschen durch die durch. Die sind noch nicht gestartet. Wäre auch immer gut für so einen ersten Schlag. Ne? Wenn der erste Schuss sitzt und man den Gegner schon mal beschießt, die schweren Panzer auch zusammen sind, damit die ein Ziel Fokusfeuer machen kann. Ja. Ist jetzt aber hier nicht so ganz passiert. Da ist der Tiger P, das ist schon mal gut. Der scheint auch zu wissen, was er da tut. Da ist jetzt so ein Spot, und das ist oft auch ein Fehler, dass jetzt alle ihre Köpfe zu dem ersten Panzer da irgendwo hindrehen und den Fokus einfach verlieren. Wir wollen ja hier links gehen und jetzt nicht auf der rechten Seite da irgendwie sowas Wildes erstmal veranstalten. Wenn die da die Flagge erobern, haben wir jetzt 100 Sekunden Zeit, um uns drum zu kümmern. Ne? Also erstmal hier durchfahren, gucken. Was geht eigentlich auf? Und das freut mich eigentlich schon, dass das jetzt so gut geklappt hat, weil jetzt kann ich nämlich meistens hier schon einen mitgeben. Boom, das war schon mal ein Black Prince, 375 weniger. Macht sich mal. Der wurde schon mal beschossen wieder von unserem Team, hat leider nicht getroffen. So, jetzt geht es hier weiter. Da ist die Spick. Und ich habe eine nicht gespottete Rheinmetall, knallt mir so fett am Ding rein. Ich schieße noch vorbei. Also super. Die Spick schießt. Ist ja auch das Einzige, was man machen kann. Ich denke gerade drüber nach, HE zu benutzen. Okay, jetzt los. Spick fährt weg. Blöd. Ja. Was also machen? Erstmal wieder normal 375 aus dem Black Prince rausschießen. Das war jetzt auch die gute Entscheidung. Wurde sofort rausgenommen vom Team. So, es bleibt weiter ein bisschen hektisch. Ne? Ich habe schon viel kassiert jetzt hier. Ich bin ein bisschen vorsichtiger. Jetzt, dieser Spick nervt ein bisschen auch. Ich drehe den Kopf ja langsam, weiß immer nicht, wo ich hingucken soll. Macht dann mit der HE nur 235 Schaden. Ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht eine AP einfach reingeblasen habe in das Teil. Ja, jetzt was machen. Von vorne ist viel zu viel Druck. Der Tiger P macht seine Sache aber gut, hat eben noch nicht so eine fette Stelle wie ich kassiert. Die schießen auch ständig auf mich. Das ist gut so. Ich produziere Abpraller ohne Ende. Schießt schon wieder daneben. Das ist die zweite Mumpel in diesem Gefecht, die daneben geht. Ja, ärgere mich schon wieder mit diesem Spick. Und wir werden dann gleich noch sehen, wir werden noch viel mehr Spaß mit dem Spick haben. Das ist ja ein Replay, was ich jetzt hier kommentiere. So, da ist erstmal der Rheinmetall, hat eine AP gekriegt und fackelt jetzt komplett ab. Super gelaufen jetzt. Weiter geht's. Hier hinten der Black Prince muss weg. Ging auch sehr gut. Team spielt mit. Da kurft immer noch der Spick rum. So, die blöde Flagge nervt ja auch ein bisschen, aber es heißt immer Ruhe bewahren. Wir sind 4 gegen 2. Team, ja, leicht chaotisch. Ich habe eben gerade mal so ein bisschen geguckt. Okay. Man muss natürlich auch was haben, wo man drauf schießen kann. Die Spick hat es wieder geschafft. Dritte Schuss daneben. Kein Schaden, ne? Und ich denke mir, was ist nur los heute mit dir? Jetzt, das können wir natürlich besser. Snapshot rein, also mitziehen mit dem Gegner aus der Bewegung heraus, kann man so einen leichten Bogen schießen, sage ich jetzt mit Snapshot. So einfach reingeschnippt in den Gegner. Ich habe eine HE drin, ging wieder nicht. Hat, glaube ich, auch nicht getroffen. Ich zähle schon gar nicht mehr. Ich will es nicht mehr wissen. A Drama. So, jetzt aber wirklich. Wo ich denn da die Mümpel endlich weg? Ich habe schon gedacht, dieses Zubehör da hinten dran, diese komische Feldlazarettmatte. Na gut. Jetzt die Spick knallt auch noch ein weg. Es ist nur noch 2 gegen 1. Wahnsinn. 4 gegen 2 war es mal. Haben die zwei Stück weggemacht, die Lümmels. Und alles One-Hit-Niveau. Ne? Ja. Und ich denke mir, was ist nur los?
jetzt ist der falsch rumgefahren. Dann war es doch ganz einfach. Ja, 2278 Schaden gemacht. Ihr habt schon links bei der Aufsummierung gesehen. 4 abgeschossen. War jetzt dann doch noch am Ende ein ganz erfolgreiches Gefecht. Hätte kippen können auch. Gar keine Frage. Und wir haben natürlich ein Platoon wieder mit dabei gehabt. Das war nicht so toll. Ja, KV-3 mit 0. Auch noch aus einem Clan. Keine Ahnung, ob der Amorek-Treffer gekriegt hat. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Tiger P war ja mit mir irgendwie. Warum war sein Dings nicht bei uns? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Unsere Ruhe auch sehr fabelhaft. 2642. Bombe. Ne? Ich hatte ja so 4, 5, vielleicht auch 6 Schüsse daneben. Wenn man die besser gemacht hätte. Also, naja. Dann wäre da auch noch ein bisschen Schaden gewesen. Ja, Gegnerteam IS-6. Der hat ja die ganze Zeit in der Flagge da gestanden. Das hat er ganz gut gemacht. Die Spick hat ständig gestört, aber ich dachte auch wirklich mehr Schaden gemacht. Zwar 2 Abschüsse, aber nur 259 Schaden. Also das war dann auch irgendwie schlecht gespielt dann. Aber Ärger gemacht hat die gut. Also ich habe ständig den Kopf gedreht. Also von daher, jetzt nicht sagen, Job verfehlt oder so. Aber wenn sie ein bisschen besser getroffen hätte, wäre wohl auch gut gewesen. Dann hätten wir auch verloren. War ein gutes Gefecht. Hier nochmal, ja. 5 Dinger geschossen vom Gegner. Ja, Kreditpunkte, das ist natürlich bei dem Panzer hier auch cool. Der macht natürlich ganz kräftig. Ich habe auch noch Premium zurzeit drin. Und dann macht man auch ganz gut Schotter mal. Ja, das war's soweit. Ich wünsche euch noch viel tolle Gefechte und macht einfach weiter so. Tschüssi!